Hallo Freunde, herzlich willkommen zum 100. Video von Hobbykoch Gourmet. Echt Leute, unglaublich aber wahr, das ist das 100. Video, das ich jetzt hochladen werde. Mich freut, dass ihr immer noch so dabei seid, dass ihr das alles so anklickt und mitmacht. Was mich freuen würde, wäre, wenn der eine oder andere doch mehr mir zeigen würde, ob es euch gefällt oder nicht gefällt, indem ihr den Like- oder Dislike-Button drückt und indem ihr Kommentare eintragt, indem ihr sagt, ob das Video euch gefallen hat oder ob es euch weniger gefallen hat. Da hätte ich noch ein bisschen mehr Reaktion, damit ich mehr einschätzen kann, wie es bei euch ankommt. Aber ansonsten habe ich die Absicht, 100 weitere Videos zu drehen und die hochzuladen. Aber jetzt kommen wir zum Thema vom 100. Video. Was machen wir heute? Wir werden heute einen Auflauf machen, wie ich ihn wieder schon angekündigt habe. Und wir werden hergehen und werden einen Schnitzel-Spargelauflauf machen, wie ihr der Überschrift wahrscheinlich schon entnommen habt. Ich habe mehrere Rezepte genommen, mehrere Rezepte ausgesucht und das, was ich heute mache, das ist ein Versuch, das habe ich noch nie gemacht. Also wenn ich jetzt die Zutaten aufliste euch, was ich verwenden werde, kann es sein, dass ihr der ein oder andere Mengen davon benutzen müsst. Also je nachdem, ob ich mehr Kartoffeln, weniger Kartoffeln, mehr Spargel, weniger Spargel verwende, das alles wird sich im Video zeigen, weil wir versuchen das einfach mal. Ich habe es vorher wirklich noch nie gemacht. Wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Los geht's! Für unseren Schnitzel-Spargel-Auflauf verwenden wir heute einmal eine Packung Blätterteig. Ich glaube, es sind 275 Gramm stand drauf. 400 Gramm Spargel geschält. Ich habe weißen genommen. Ihr könnt auch grünen dafür verwenden. Wenn ihr den weißen dafür verwendet, dann müsst ihr von oben her den ganzen Spargel schälen. Wenn ihr den grünen verwendet, langt's, wenn ihr zwei Drittel vom unteren Bereich schält. Was auch bei beiden Fällen gemacht werden muss, ist, dass unten 2-3 cm abgeschnitten werden. Das Ganze aber bitte nicht wegschmeißen, das ist kein Müll, sondern das könnt ihr weiterverarbeiten, zum Beispiel in Suppen. Da gibt es leckere Rezepte dafür. Dann habe ich so circa 500 Gramm Schnitzelfleisch. Das sind bei mir drei Stück, wie ihr seht. Ich habe 100 Milliliter Milch, drei komplette Eier, ein Eigelb, 400 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 150 Gramm saure Sahne, eine Prise Muskatnuss, Petersilie und Schnittlauch, jeweils einen Löffel klein gehackt. Profis erkennen, die Petersilie habe ich nicht frisch da gehabt, da habe ich die eingefrorene genommen, aber Schnittlauch war frisch im Haus und den habe ich dafür verwendet. Außerdem etwas Butter, also sagen wir so 20-30 Gramm und die üblichen Verdächtigen, Salz und Pfeffer. So Freunde, für den Anfang benötigen wir jetzt einen Topf mit Wasser, geben dort ein bisschen Salz dazu. Geben dann unsere 400 Gramm mehlig kochende Kartoffeln dazu. Und die lassen wir jetzt richtig weich kochen. Das heißt, wir lassen die so mindestens 30 Minuten erstmal kochen. Wenn die Kartoffeln nach 30 Minuten durch sind, geht er dann her, macht das Ganze erstmal aus und fischt dann eure Kartoffeln raus. Die sind richtig schön weich gekocht. Jetzt nehmt ihr wieder das Wasser von vorher, gebt es dann da rein, füllt das Ganze dann mit noch ein bisschen Wasser auf und bringt dann das Ganze wieder zum Kochen und gebt natürlich noch ein Prise Salz dazu. Wenn das Wasser jetzt kocht, gebt ihr jetzt euren Spargel dazu. Der Spargel soll nur vorgegart werden.
Sprich, er soll keine 15 Minuten kochen. Das heißt, wer den grünen Spargel verwendet hat, darf nur 3 Minuten den Spargel ins kochende Wasser geben. Wer einen weißen Spargel wie ich hat, lässt ihn 6 Minuten im heißen Wasser vorgaren. Und nach 6 Minuten gehen wir her und fischen unseren Spargel raus. So Freunde, der ein oder andere hat sich sicherlich gewundert, warum ich hergegangen bin und habe unbedingt die Spargel in der gleichen Flüssigkeit abkochen lassen wollen wie die Kartoffeln. Kartoffeln enthält Stärke. So, das heißt, wir haben in unserer Flüssigkeit schon mal Stärke vorhanden, die ja auch zum Binden genutzt werden kann. Jetzt gehen wir her, geben die Reste vom Schälen vom Spargel dazu, geben nach Jamie Oliver eine Verwendung hinzu, nämlich Gemüsebrühewürfel, lassen das Ganze noch ein bisschen abköcheln. Dann geht ihr her, nehmt die Spargelreste raus, dann gebt ihr eine Flüssigkeit von einem Becher Sahne und einem Eigelb verrührt mit dazu, gebt dazu dann noch 1, 2, 3 frischen Spargel dazu und lasst das Ganze aufköcheln, dann habt ihr eine leckere Spargelcremesuppe. So Freunde, jetzt haben wir erstmal Kartoffeln und Spargel fertig vorbereitet. Die Schnitzel werden in der Auflaufform auch nicht durch, das heißt, die müssen wir auch anbraten. Da gehen wir jetzt her, nehmen eine Pfanne, geben dort ein bisschen Öl dazu. Dann habe ich bei den Schnitzel schon mal Salz und Pfeffer drauf gemacht und die tun wir jetzt erstmal anbraten. So Freunde, wir machen jetzt weiter mit unserer Soße. Das heißt, wir geben jetzt in ein Behältnis unsere 100 ml Milch, unsere 150 ml saure Sahne, 3 Eier und jetzt vermengen wir das erstmal alles miteinander. Natürlich mit dem Zauberstab. Im nächsten Schritt geben wir jetzt unsere Kräuter dazu. So, und das Ganze würzen wir jetzt mit etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Und fertig ist unsere Soße. So Freunde, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt könnt ihr hergehen und könnt eure Auflaufform mit Butter bestreichen. Ich bin hergegangen und habe Butter etwas erwärmt und streiche das jetzt ein. Ihr könnt auch normal die kalte Butter dafür verwenden. Wenn ihr jetzt die Form mit Butter eingestrichen habt, nehmt ihr jetzt euren Blätterteig und gebt den über die Form. Was überm Rand ist, das könnt ihr abschneiden. Als erstes belegen wir jetzt den Boden mit unserem Fleisch. Auf das Fleisch kommt jetzt eine Schicht mit den Kartoffeln. Ihr könnt jetzt die Kartoffeln nehmen und könnt hergehen und könnt die jetzt mit der Gabel zerdrücken oder wie auch immer. Ich jag sie durch den Dampfer. Dann kommt bei mir als nächste Schicht der Spargel. Da oben drauf kommt jetzt unsere Soße. So, dann bedecken wir das Ganze wieder mit Blätterteig. Jetzt nehmen wir unser Eigelb,
vermanschen das Ganze mit dem Pinsel und geben das jetzt noch oben drauf. Und das Ganze geben wir jetzt für 30 Minuten erstmal bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Eine halbe Stunde bleibt es jetzt erstmal im Backofen. So, ich habe unseren Auflauf jetzt aus dem Backofen rausgeholt. Nach 30 Minuten sieht das Ganze so aus. Ich finde es schon mal ganz lecker. Schneiden wir es mal an. Es gehört jetzt zu den einfachsten Aufgaben, etwas aus der Auflaufform rauszuholen. Aber ihr seht, man erkennt, wir haben einen schön gebratenen Deckel. Wir haben die Kräutersoße ist sichtbar, es ist der Spargel sichtbar und der Schnitzel. Und glaubt mir, der schmeckt hervorragend. Probiert es echt mal aus. Freunde, jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde sagen, der Test ist uns gelungen. Ich habe es mittlerweile auch gegessen und muss sagen, der Spargel war noch saftig. Das war alles noch hervorragend. Also, so vom Grundrezept hat alles gestimmt. Was nicht gestimmt hat, war die Menge vom Blätterteig. Da habt ihr gesehen, da habe ich mit den Resten, die ich gehabt habe, den Deckel nicht von oben dicht machen können, sondern habe ich eine neue Platte gebraucht. Also da braucht man anstatt einen, habe ich zumindest, zwei Blätterteig braucht. Müsst ihr ausprobieren, wie ihr das braucht. Vielleicht will der ein oder andere auch ein bisschen mehr Spargel drin haben oder er will ein bisschen mehr oder weniger Fleisch drin haben. Ihr könnt auch hergehen, habe ich mir auch überlegt, man kann auch Kassel dazu verwenden. Was ich mir auch überlegt habe, wäre, man nehmen Schinken, rolle den zusammen und macht den in der Unterschicht, verteile den. Das sind Variationen, die ich mir überlegt habe. Einfach mal ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über positive Bewertungen, sprich einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch gemacht hat, kann den Kanal gerne abonnieren. Es kostet euch nichts. Mich freut es, wenn wir noch ein bisschen wachsen. Vor allem hat YouTube ja eine Änderung vorgenommen. Da müsst ihr jetzt auf diese Glocke draufklicken, damit ihr informiert werdet, wenn von mir ein neues Video kommt. Würde mich freuen, der ein oder andere würde es auch machen. Ansonsten bleibt mir bloß noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Und ich freue mich auf nächsten Freitag, wenn wir wieder eine Grillsoße de Marinade machen. Bis dann. Tschaußen.